So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mal weiter an dem Lamborghini. Ich bin extrem schlecht vorbereitet, das sage ich gleich am Anfang. Aber ich finde das gerade cool, weil wir beschäftigen uns heute mal gemeinsam mit dem Carlborn. So, das heißt kleiner Zwischenstand. Hinten ist soweit alles fertig gebaut. Das heißt, der Motor kann jetzt wieder raus. Da sind nämlich ein paar Teile wie die Kurbelwelle, die hatte ich damals für die Messe einfach nur in den Block reingesteckt, die wir jetzt bei Subi brauchen, um den Motor endgültig fertig zu machen. Das heißt, da geht es jetzt in großen Schritten voran und deswegen ist jetzt noch der letzte große Punkt Kabelbau. So, wir haben ja jede Menge Erfahrung gemacht bei Marios Golf. Das hat sich auch extrem positiv am Ende ausgewirkt, wie ihr gesehen habt. 300 km/h, das Auto macht genau das, was es soll. Und aus diesem Grund kann ich eigentlich an diesem Auto jetzt nicht in Anführungsstrichen den Kabelbaum schlechter bauen, weil es ist einfach so entspannt, wie das Ding funktioniert, dass wir uns damit jetzt auch beschäftigen müssen. So, einmal kurz zur Elektrik. Also, der Plan bei diesem Fahrzeug ist ja, jetzt bin ich kurz abhanden gekommen, bevor der Motor rauskommt, müssen wir jetzt halt noch einmal definieren, wie, wo, welche Kabel hin müssen, damit ich weiß, wo die Sensoren sind und so weiter. Und dann kann nämlich der Motor raus. Und genau deswegen gibt es heute jetzt dieses Video, wo wir zusammen mal brainstormen, was wir mit dem Kabelbaum machen. So, also erstmal vorweg, es geht nicht um den gesamten Kabelbaum, sondern es geht eigentlich nur alles um alles, was mit der Technik zu tun hat. So, in dieses Auto kommt ja ein Cyvex-Steuergerät. So, das gibt es tatsächlich als Plug-and-Play-Bolt-On-Kit. So, das heißt, wir haben hier das Steuergerät und passend dazu, wie vor 10 Jahren, ein Ethernet-Kabel zum Live-Abstimmen. Mittlerweile läuft sogar sowas über USB, aber damals hat man tatsächlich hier so ein Netzwerkkabel genommen. Und dieses Steuergerät hat dabei einen Adapter auf die beiden Originalsteuergeräte. Original Lambo V10 linkes und rechtes Steuergerät. Und in dem Fall halt sind natürlich an dem Hauptkabelbaum 2 Stecker. So, jetzt das Problem. Jeder, der das jetzt hier schon sieht, sieht, wir haben haufenweise Kabel. Die haben alle den gleichen Querschnitt. Das heißt, hier ist jetzt die große Frage, was läuft alles über diesen Kabelbaum? Es gibt halt leider manche Dinge an dem Kabelbaum, die müssen einfach als Beispiel geschirmt sein, wie Sensoren, wie zum Beispiel Klopfsensoren oder die ganzen Triggersägesensoren für Drehzahl, Nockenwellenstellung, Kurbelwellenstellung und so weiter. Das ist ein Punkt. Dann ein weiterer Punkt ist Strom für Sensoren. Die meisten Sensoren kriegen eine sogenannte Sensormasse. Das heißt, wir brauchen eine eigene Masse für diese ganzen 5-Volt-Sensoren. Und genauso kriegen die eine 5-Volt-Spannung zur Versorgung des Sensors. Dann kommt noch der Punkt dazu, dass man im Bereich Zündspulen und so weiter wirklich viel, viel, viel Strom braucht bei diesen getunten Kisten. Da war das Coole bei Marios, auch sofort funktioniert, keine Aussetzer und gar nichts, weil wir wirklich für die Zündung komplett einen eigenen Kreislauf gelegt haben. Das heißt, die einzelnen Zündspulen liegen wirklich auf dem Pluskontakt von der Batterie, natürlich mit dem Relais dazwischen. Und dementsprechend kann man da sich keinen Fehler einbauen in Form von, dass die Spannung abfällt, weil das Steuergerät auch viel Spannung braucht und einfach nicht genug durch das Kabel durchgeht. Und es gibt ja haufenweise Punkte, die Kabel werden heiß, das Motorsteuergerät kriegt zu wenig Spannung, also genau andersrum. Deswegen besser einen gesamten Kreislauf für die Zündung machen, was in dem Fall, ja, das müssen wir uns jetzt mal genauer angucken. So, also eigentlich ist es folgendermaßen, Cyvex, die beiden Stecker. Die beiden Stecker gehen hier rein. Also bei dem Auto ist das Ganze eigentlich gar nicht so schlecht, weil man kommt schon recht gut dran. Unter der, ich wollte jetzt gerade sagen Rücksitzbank, aber das war niemals eine Rücksitzbank. Das war auch keine Notbank, das ist einfach hier eine Ablage. Das heißt, linkes Steuergerät, rechtes Steuergerät. Hier kommt jetzt der Adapterkabelbaum zwischen und dann liegt hier irgendwo in der Mitte der Cyvex-Kabelbaum. So, jetzt muss ich mal einmal gucken. Ja, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich einfach einen kompletten Motorkabelbaum baue, wie das bei dem Lambo, bei Marios Golf auch ist. Das wird schon mal rein gar nichts, weil das ist alles komplett in den Hauptkabelbaum hier mit eingebunden. Das heißt, vom Motorsteuergerät geht es hier durch Seitenteil nach hinten. Und genauso gehen aber manche Teile davon richtig in den Hauptkabelbaum rein, zu den Sicherungen
und so weiter. Okay. Mhm. Hier haben wir ESP noch. Das ist übrigens das Coole an dem Cybex. Das ist wirklich Plug and Play eigentlich. Also wir machen uns eigentlich das Leben schon wieder schwer. Wir könnten es einfach reinstecken, Schlüssel umdrehen und funktioniert. Beim Sauger. Jetzt haben wir natürlich etliche Sachen, da kommen wir später drauf, was wir noch zusätzlich jetzt einbauen, was natürlich verkabelt werden muss. Aber okay, pass auf, wir machen das mal anders. Wir nehmen uns mal den Originalkarton. So, das ist halt die nächste Sache, jeder kennt es. Diese Kabelbäume sind 10 Jahre alt, 15 Jahre alt. Jetzt kommt dazu, gerade beim Lambo mit dem Motor hinten, das ist brutal heiß da hinten drin. Man macht die Klappe auf und alles ist am Knistern. Ja, das ist natürlich für die Kabel nicht gerade das Beste. Das heißt, diese Kabel härten auch aus, fangen an zu korrodieren innen und so weiter. So, das sieht schon mal aus wie Lichtmaschine, Anlasser etc., weil das so ein dickes Kabel ist. Also eigentlich der Maß an Aufwand, den wir mit dem Auto betrieben haben. Dazu dauert das Ganze jetzt schon 5 Jahre. Deswegen habe ich auch nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie, wo, welcher Stecker war. Aber zum Glück ist eigentlich Elektrik immer, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, selbsterklärend. Da muss man sowas eigentlich alles, leider alles, neu machen. Ja, so, das sieht nach Sensor aus. Der hat ja schon mal nachträglich Abgastemperatursensoren bekommen. Nein, dieses Auto hat tatsächlich, obwohl es ein Sauger ist, Abgastemperatursensoren. Ich glaube vor dem Cut sogar. So, Lambda-Sonde. Das Ding. Das ist erstmal für uns alles irrelevant. So, das Auto hatte den Kabelbaum geteilt. Links oder rechts. Heißt linke Bank, rechte Bank. Das hier sieht nach Einspritzventilen aus. Das wird Zündung sein. Sieht man an den einzelnen Zündspulen. Ein bisschen Masse. Immerhin schon mal viel Masse. Das ist schon mal nicht schlecht. 4-mal Masse. Und dann sind halt noch dementsprechend einzelne Stecker zwischen. Witzig zu sehen, sind die typischen Audi-Stecker, kennt jeder. Die kriegen wir auch alle einzeln. Das sollte nicht das Problem sein. So, und auf der Seite ist eigentlich mehr oder weniger das Ganze fast nochmal gespiegelt. Und dann halt dementsprechend noch ein paar extra Anschlüsse. Das kann hier sowas sein wie Kühlwasserstand und sowas alles. Okay, aber das sieht ja eigentlich überschaubar aus. Hier haben wir die beiden Klopfsensoren. Überlebenswichtig. Die werden folgende Stecker sein. Dreipolig. Ja, da muss man sich erstmal so ein bisschen kurz einen Überblick verschaffen. Das sind auf jeden Fall die Einspritzdüsen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, und da geht es jetzt nämlich schon los. Ich befürchte, die Klopfsensoren werden schon irgendwo anders angeschlossen. Nehmen wir noch. Da gehen sie nicht mehr an. So, und jetzt kann es nämlich passieren, zum Beispiel bei Thematik Klopfsensoren. Hier sind nämlich im Radhaus auch noch jede Menge Kabel. So, guck, siehst du? Und hier haben wir einen. Wahrscheinlich. Genau. Das ist jetzt nicht nur dieser Kabelbaum, das heißt, manche Kabel, die wirklich relevant sind, sind auf einmal in diesem seitlichen Kabelbaum drin. Weil, jetzt kommt nämlich der Clou, wie ich sagte, links, rechts, ist eigentlich cool, wobei eigentlich macht das keinen Sinn, weil, wie ihr gerade gesehen habt, die Klopfsensoren sind logischerweise am Motor, sind aber hier gesteckt. Das ist aber eigentlich der Hauptmotorkabelbaum. Dieser Hauptmotorkabelbaum wird allerdings hier hinten gesteckt. Da kommt dieser dicke
Stecker raus. Der wird dann hier so durchliegen. Und hier hinten links, rechts ist ein Stecker für den eigentlichen Hauptkabelbau. So, warum hat man das gemacht? Verschiedene Gründe. Kann zum Beispiel daran liegen, dass, wie ich am Anfang sagte, dass geschirmte Kabel sind. Und diese geschirmten Kabel hat man als Beispiel nicht in diesen fetten Stecker reinbekommen hier. So, genauso kann ich jetzt gleich schon sagen, an diesem Stecker hängen logischerweise alle 15 Spulen von einer Bank. So, das heißt, wenn später das Auto Aussetzer hat, bei, ich sag jetzt mal 2 Bar, weil serienmäßig war es immer ein Sauger, je mehr Luft in dem Zylinder drin ist, je mehr Kraftstoff ist auch drin und je mehr Gemisch da ist, je schwieriger ist es natürlich, das richtig gut zu entflammen, dass das vernünftig durchbrennt. Deswegen Zündung niemals unterschätzen, da muss bei diesen Motoren richtig, richtig Bums drauf sein. Dieser Bums muss durch diesen Stecker durch und das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Der Stecker ist zwar cool, aber wenn ich schon diese Pins und so sehe, weiß ich, dass wir da niemals richtig, richtig, richtig Saft durchbekommen, weil 5 Zündspulen, das müssen wir alles ganz in Ruhe nochmal ausrechnen, würde ich behaupten, für 5 Zündspulen brauchen wir auf jeden Fall ein 4-Quadrat-Kabel. Ja, ein 4-Quadrat-Kabel hier reinzukriegen, wird eine Aufgabe. So, okay, das heißt, ich befürchte leider, wenn wir das Ganze perfekt bauen wollen, was eigentlich mein Ziel ist, weil ich will es nur einmal machen, müssen wir leider den Kabelbaum rausnehmen, müssen uns diesen Kabelbaum auch hinlegen, würden aus dem Kabelbaum alles rausdrippen, was Motorsteuergerät ist, würden den Kabelbaum dann neu wickeln, weil da natürlich genauso Stecker dran sind wie für Rückleuchten und so ein Gedöns, was wir logischerweise einfach so lassen können, weil das ist das nicht das Problem. Das heißt, wir würden den Kabelbaum so wickeln, dass er einfach ein Corserie-Kabelbaum ist, dass alles, was Rückleuchten etc. ist, dran bleibt und bauen alles für den Motor neu. So wäre grob mein Plan. Kommst du soweit mit, Maxi? Ja. Oder ist das viel? Überlege gerade, ob es da Möglichkeiten gibt, ordentlich Gewicht zu sparen, weil so viel Kabel wiegt natürlich auch einiges. Ja, es gibt so richtig, jetzt wird sich der eine oder andere auch wieder melden. Es hatten sich auch wirklich ein paar Leute angeboten, die gerne für das Auto einen Kabelbaum bauen würden. Das Problem ist, es muss leider immer am Fahrzeug gemacht werden. Das heißt, der Kabelbaum muss hier gebaut werden. Haben wir zum Glück ein bisschen Platz noch. Aber natürlich, weil bei Kabeln ist immer die Sache, man muss halt im Vorfeld erstmal berechnen, wie dick die Kabel sein sollen, damit man sie halt wirklich nur so dick macht, wie sie sind. Ne? Und dann gibt es noch die Möglichkeit mit dünneren Kabeln, dünnere Isolierung und. Ne? Okay. Also da geht schon viel. Plus, ihr habt ja gerade gesehen, der gesamte Kabelbaum geht jetzt theoretisch von innen einmal durch das ganze Radhaus und dann wieder zurück. Das hat man gemacht, weil man kann von den Seiten an diesem Motor wirklich 0,0 schrauben. Das heißt, wenn irgendwie mal was ist, schraubt man immer von hinten. Das heißt, es macht schon irgendwo Sinn, dass man hier hinten eine Trennstelle hat, dass man den Kabelbaum einfach hinten trennt. Klar, die viel kürzeren Wege hätte man natürlich, wenn man ihn da hinten trennt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kabelbaum bauen würde, würde ich, glaube ich, den Trennstecker eher da hinten irgendwo setzen, weil dann spart man sich diese 2 Meter Schlaufe an Kabel schon mal. Weniger Kabel, A, weniger Gewicht, B, weniger Verluste, weil jegliche Verluste in der Elektrik wird immer auf Kabellänge gerechnet. Das heißt, da kann man auch schon mal viel holen. So, wie machen wir weiter? Okay. Ratter. Ja, eigentlich, also mir hat das wirklich, ich habe auch immer zu Marius gesagt, mir macht Kabelbauen eigentlich Spaß. Am Anfang hat man dreckige Finger beim alten Zeug. Sobald man sich erstmal einen Überblick verschafft hat, ist das Thema durch. Weil dann hat man wirklich neue Kabel, neue Schrumpfschläuche und so weiter. Ich gehe mal einmal hin. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns einfach mal an, was an diesem Auto jetzt alles an dem Kabelbaum dranhängt, der eigentlich mit dem Motorsteuergerät zu tun hat. Weil wir müssen uns jetzt überlegen, was macht Sinn. Es gibt jetzt nämlich noch andere Varianten, dass wir das gesamte System umbauen und jetzt nicht einen herkömmlichen Kabelbaum bauen, sondern wir zum Beispiel von EQ Master eine PMU reinmachen, ein Power Management Unit. Dieses ist ein programmierbares Steuergerät, was komplett ohne Relais, ohne Sicherung, ohne alles funktioniert. Das heißt, wir klemmen alles an ein Steuergerät. Dieses ist komplett frei programmierbar und wir können als Beispiel sagen, Knopf 1 betätigt Ausgang 2, wo die Pumpe dran hängt. Das heißt, wir könnten in dem Fall wirklich alles dran hängen. Lüfter, Pumpen,
elektrische Servopumpe, egal, alles. Problem ist, diese Steuergeräte sind natürlich in der maximalen Amperezahl beschränkt. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, welche Verbraucher haben wir, wie viel ziehen die, was ist die beste Lösung. Weil wenn ich mir so jetzt überlege, das war bei Marius auch schon ein Problem, wir werden relativ viel Strom haben am Ende mit den ganzen Spulen, der Kompressor für das Druckluftgetriebe, die elektrische Wasserpumpe für den Motor, die elektrische Wasserpumpe für den Ladeluftkühler und. Das muss ja alles abgesichert werden. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht überlegen, wo wir die Kabel langziehen, welche Farbe die haben, sondern das Ganze muss abgesichert sein und das Ganze muss irgendwie schaltbar sein. Das heißt, wir haben am Ende so einen Block an Relais und dann müssen wir mal gucken. So, also wir haben erstmal, das ist ja hier, warte, der Stift hat es hinter sich. So, welch Zufall, es gibt hier nur einen orangenen Edding. So, das heißt, eigentlich geht es los. Wir haben auf jeden Fall 5-mal Spule links und 5-mal Spule rechts. Genauso haben wir 5-mal, ich nenne es jetzt einfach mal Düse, und 5-mal links und rechts. So, das ist erstmal der Anfang. Dann kommt Folgendes. Wir haben die Sensoren, machen wir aber ganz zum Schluss, weil die sind immer noch am einfachsten. Da würde ich einfach, die müssen nicht abgesichert sein, die brauchen kein Relais und nichts. Das heißt, für die Sensoren würden wir am Ende einfach einen einzelnen Kreislauf machen. Kreislauf im Sinne von einem einzelnen Kabelbaum, wo wirklich nur die ganzen Sensoren drin sind. Das ist nicht ganz so problematisch, weil da brauchen wir auch keine dicken Kabel und nichts. Aber als Verbraucher haben wir. Wir haben einmal Wasserpumpe, Motor. Und dann haben wir einmal Wasserpumpe, Ladeluft. Und dann haben wir einmal Kompressor fürs Getriebe. So, dann haben wir, jetzt kommt es nämlich, wir fahren auch bei diesem Auto natürlich eine Wassermethanol-Einspritzung. Bei diesem Auto müssen wir aber leider zwei Pumpen reinmachen, weil wir da so viel Menge brauchen, dass das eine Pumpe nicht schaffen wird. So, zweimal WMI-Pumpe. So, jetzt kommt ein Riesenfaktor. Wir haben zwei von unseren fetten Kraftstoffpumpen. Zweimal Benzin-Pumpe. Welche übrigens regelbar sind. Das heißt, da gehen auch relativ viele Kabel hin. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir immer noch weitere Verbraucher haben, die zusätzlich auch noch richtig Strom ziehen. Spule, Düse, Wasserpumpe, Kompressor, Wassermethanol. Theoretisch, ich schreibe es jetzt einfach mal mit dazu, das hat jetzt nur indirekt was mit dem Motorkabelbaum zu tun, haben wir noch zwei fette Lüfter vorne für Motor. Dann haben wir theoretisch noch ein Lüfter für den Ladeluftkühlerkreislauf, für das Wasser. Und dann haben wir auf jeden Fall noch einmal die elektrische Servopumpe. So. Fällt dir noch irgendwas ein? Nee. Reicht erstmal. Sieht nach einer Aufgabe aus, die wieder Monate dauern wird. Eigentlich ist es aber gar nicht so viel. Wir hätten am Ende einfach den Vorteil, dass dieses ganze Gewirr fliegt komplett weg und wir können wirklich ab diesen beiden Steckern alles neu bauen, alles cool bauen, alles so, wie wir es haben wollen. Das Ganze würde natürlich trotzdem dahinter sitzen, aber man hat es dann halt gleich geil. So, wir bauen ja in die Mitte von der Mittelkonsole, da kommt kein Navi mehr hin, sondern da kommt genauso wie bei Marius auch so ein schönes Display, dass wir uns alles anzeigen lassen können. Das muss natürlich auch noch verkabelt werden. So, das schon mal als grobes Erstes. Jetzt Thematik Sensoren, nur dass wir ungefähr mal einen Überblick haben. Wir haben festhalten Temperatursensoren. Temperatursensoren werden wir locker haben 10-mal Abgastemperatur, jeder Zylinder einmal, und 2-mal Abgastemperatur definitiv im Turbolader. Das sind schon mal 12-mal Abgastemperatur. Dann werden wir definitiv verbauen 4-mal Ansauglufttemperatur, weil Vorladeluftkühler, Hinterladeluftkühler, wir wollen ja wissen, wie gut das System funktioniert. Also reden wir alleine von 16 mal, haben wir das als 6 gelesen, ne? 16 mal Temp
Sensor. So, die sind aber erstmal nicht im Kabelbaum mit drin, weil Temperatur hat immer, das sind diese Typ-K-Sensoren, die haben ein spezielles Kabel, das wird eh nochmal extra. Aber dann werden wir auf jeden Fall an dem Motor haben, ich will mir nur mal grob mal einen Überblick verschaffen, wie viele Kabel das in Summe werden. Wir werden an Sensoren am Motor haben, einmal Kurbelwelle unten Drehzahl. Dann wird er auf jeden Fall an beiden Nockenwellen einen Sensor haben. Das heißt, 4 Sensoren an Nockenwellen sind schon mal 5 Sensoren. Dann muss die Nockenwellenverstellung betätigt werden. Das heißt, das werden auf jeden Fall auch nochmal 4 sein. Einlass, Auslass sind wir bei 9. Dann kommen die beiden Drosselklappen dazu. Dann sind wir bei 11. Dann Drucksensoren, Ladedruck, Abgasgegendruck. 1 Million Zeugs. Das heißt, ich glaube, ich brauche es gar nicht so zusammenschreiben, weil es werden bestimmt 30, 40, 50 Kabel nochmal alleine nur für die ganzen Sensoren sein. Klopfsensoren und was nicht noch alles kommt. Getriebe, Poti, Schalten, Benzindruck, Entlüftungsdruck. Dann kommen ja noch die ganzen Sachen Wassertemperatur, Öltemperatur, Ölstand in dem Behälter. Wasserdruck, wenn ich es nicht gerade schon hatte. Ja, das wird auf jeden Fall viel. Ich würde sagen, wir belassen das auf jeden Fall mal dabei mit der Thematik Kabel. Das ist nämlich was, das muss ich vorbereiten. Einen letzten Punkt, den ich noch recht interessant finde. Das wird jetzt allerdings eine Schätzung. Ich weiß nicht, ob das passt. Wir können ja mal einmal kurz ausrechnen, wie viel Strom das Ganze in Summe zieht. So, ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, eine Spule wird unter Volllast ungefähr 10 Ampere haben. Das heißt, bei 10 Spulen haben wir hier schon mal 100 Ampere. Dann Wasserpumpe, Motor. Das ist eine große Fette, wie bei Marius drin. Da werden wir die 400er nehmen von Peerbook, CWA 400. Die zieht tatsächlich unter Last irgendwas um die 30 Ampere. So, das Coole ist, diese Pumpe können wir natürlich über das Motorsteuergerät regeln. Das heißt, die braucht nur den Strom, wenn wir das wollen. Die kleine Pumpe für den Ladeluftkühler, die kann viel, viel, viel kleiner ausfallen, weil das Wasser muss einfach langsamer zirkulieren im System. Da reicht es vollkommen, wenn wir hier, sagen wir, mit 10 Ampere rechnen. So, dann haben wir den Kompressor hierfür. Steht da was drauf? Nö. Was wird so ein Kompressor verbrauchen? Eine gute Möglichkeit, das zu überprüfen, ist einfach immer zu gucken, wie dick die Kabel ausgelegt sind. Das hier sieht semi-gut aus auf jeden Fall schon mal. Das würde ich auf jeden Fall so nicht machen eigentlich. Aber hier wird nicht viel durchgehen. Ich würde den jetzt mal auch mit 10 Ampere ansetzen. So, 10 Ampere. So, jetzt die Wassermethanolpumpen, die brauchen definitiv mehr. Die brauchen pro Stück fast 15 Ampere, wenn die auf Volllast laufen. 30 Ampere. Zweimal Benzinpumpe. Das sind ja so richtige Klopper. Ihr erinnert euch, Fuel App, links, rechts in Tank, regelbar, das heißt, die macht wirklich nur 100%, wenn sie 100% machen soll. Die ziehen aber auch viel. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, dass die auf jeden Fall pro Stück 25 Ampere brauchen. Das heißt, wir sind bei 50 Ampere nochmal. So, Lüfter, Motor, Ladeluftkühler lasse ich jetzt außen vor, weil die werden unter Volllast auf jeden Fall aus sein. Genauso Servopumpe brauchen wir eigentlich auch nicht. Das heißt, das sind unsere Verbraucher, die wir auf jeden Fall schon mal unter Volllast haben. Und dann nochmal, ich sag mal, vielleicht in Summe 10 Ampere für das ganze Steuergerät und alles. So, das heißt, wie ihr seht, 100 Ampere, 130, 140, 150, 200, 230 Ampere. Das ist extrem viel. 230 Ampere, weiß jeder, was das eigentlich für ein Kabel ist, wenn man das irgendwo durchjagen will. Das verteilen wir natürlich auf verschiedene Kabel. Das schafft auch die Lichtmaschine nicht, weil hier war auch eine 150 Ampere drin, die habe ich upgraded auf 180. Glaub. Die Differenz dazwischen, diese paar Ampere, das wird aber nicht das Problem sein, weil mit einer starken Batterie natürlich für diese immer noch. So. Jetzt ist allerdings noch das allerletzte Problem, dann sind wir auch durch für heute. Die Lüfter und die Servopumpe wollen wir natürlich auch schalten. Das heißt, wir müssen die eigentlich mit einbeziehen. Ja, so Lüfter sind schon recht stark. Also der Ladeluftkühlerlüfter, der wird kleiner sein, der wird 10 Ampere ziehen. Aber diese fetten Lüfter, die vorne hinter den
Kühlern sitzen. Ich glaube schon, dass so ein Lüfter, wenn er was richtig was können soll, 30 Ampere hat. Sind wir also bei 60 Ampere. Und die Servopumpe, die kann auch richtig was. Die wird, glaube ich, auch irgendwas im Bereich mit, ich sag jetzt mal, 50 Ampere abgesichert. So, wir hatten hier, was hatte ich gesagt, 180, ne? 230. 230, genau. 230 plus 70, 300, 350 Ampere. Okay, das ist brutal viel. Das werden wir auch gar keinen Fall mit einem so einem Steuergerät hinbekommen, weil ich meine, die können nämlich nur 150 Ampere. Weil wir müssen jetzt davon ausgehen, dass ja theoretisch alles unter Volllast angeschaltet werden könnte. Und dann ist es so, dass er nicht mehr durchgeht. Ja, erstmal Video Kabelbaum Teil 1. Es werden noch einige Teile hinterher kommen. Aber wir ziehen das wirklich mit Absicht so detailliert durch. Weil ihr habt immer wieder in den Kommentaren geschrieben, ihr wollt gerade diese Details sehen, die man sonst niemals zu sehen bekommt. Das erstmal vorab. Wir überlegen uns jetzt, wie wir weiter vorgehen. Ihr könnt natürlich eure Tipps, Tricks, Ideen liebend gerne in die Kommentare ballern, weil noch ist nichts gebaut. Wir sind ja immer relativ up-to-date mit den Videos. Bevor wir irgendeinen Fehler einbauen, können wir das Ganze natürlich auch direkt umgehen, indem ihr uns helft. Auch wenn ihr irgendwelche nützlichen Online-Shops kennt, wo es Kabel, Wellrohre, Schrumpfschläuche, einfach derjenige, der sich viel mit Kabeln schon beschäftigt hat, weiß genau, was ich jetzt meine, weil manche Sachen findet man nicht so schnell. Sei es auch so Tüllen, Kabeldurchführung, was weiß ich. Ballert's einfach in die Kommentare. Seid mit dabei. Im nächsten Video habe ich mir auf jeden Fall Gedanken dazu gemacht, wie wir das Ganze angehen. Ich werde einmal in vernünftig einen Schaltplan aufgezeichnet haben. Werde nochmal unser Kabellager auffrischen müssen, weil das ist nämlich nach Marius Auto ziemlich leer. Und ja, im nächsten Video fangen wir dann an, richtig aktiv den Kabelbaum zu bauen und hoffen, dass das relativ zeitnah alles über die Bühne geht. Weil Subi hat nämlich gesagt, sobald er jetzt die letzten Teile bekommt, ist es wirklich realistisch, dass dort der Motor in 4 bis 5 Wochen fertig ist. Das heißt, ich habe jetzt so ein Zeitfenster von 6 Wochen, um diesen Kabelbaum zu bauen. Und dann kommt nämlich endlich der finale Motor rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.